Ja, dann würde ich sagen, es ist 18 Uhr. Dann fangen wir an mit unserem heutigen Online-Vortrag zum Thema Elektromobilität und Photovoltaik. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag und freue mich, dass die Energieagentur NRW uns dabei unterstützt, insbesondere die beiden Referenten Frederik Butschun und Karl-Georg von Buckwar. Mein Name ist Christine Holz. Ich bin eine von zwei Klimaschutzmanagerinnen beim Kreis Großfeld und werde bei diesem Vortrag mich im Hintergrund halten. Ich werde Ihnen jetzt vorab nur einmal erklären, wie der Vortrag ablaufen wird, bevor die beiden Referenten in ihre Vorträge starten. Möchte ich noch einmal kurz die beiden Logos, die Sie hier noch auf der Folie sehen, erläutern. Und zwar wird der Vortrag ja zusammen vom Kreis Großfeld und der Energieagentur angeboten. Jetzt sehen Sie hier noch zwei weitere Logos. Das ist einmal das Logo der GFC als Tochtergesellschaft des Kreises Großfeld zur Förderung regenerativer Energien und das Ecomobil-Logo. Das hat Folgendes auf sich: Das Projekt Ecomobil, Elektromobilität für den Kreis Großfeld, war eines der ersten großen Projekte aus dem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept des Kreises Großfeld, welches eben zusammen mit der Tochtergesellschaft der GFC umgesetzt wurde. Und im Rahmen des Projektes wurden mittlerweile 19 Ladesäulen in allen 11 Städten und Gemeinden des Kreises Großfeld installiert. Ja, das einmal vorweg zu diesen beiden Logos, dass Sie das einordnen können. Ich würde an dieser Stelle auch einmal die Bildschirmfreigabe stoppen, sodass Sie sehen können, wer gerade hier vor Ihnen sitzt. Noch einmal kurz vorweg zur Organisation dieses Vortrages. Herr von Buckwar und Herr Butschun werden ungefähr in 45 Minuten Ihnen alles zum Thema Elektromobilität und Photovoltaik erzählen. Während des Vortrages haben Sie die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Das können Sie über diesen Button unten in der Mitte machen, Fragen und Antworten. Und im Anschluss der beiden Vorträge würde ich Ihre Fragen sammeln und an die Referenten zur Beantwortung weitergeben. Es ist so, wenn jetzt eine Frage schon gestellt wurde, die Sie genauso interessiert, dann haben Sie die Möglichkeit, über den Daumen hoch-Button die Frage nach oben zu befördern, sozusagen. Ja, jetzt überlege ich. Ich glaube, ich habe alles soweit gesagt. Ach genau, mir fällt noch ein. Wir zeichnen diesen Vortrag auf. Das heißt, Sie haben im Anschluss, im Nachgang dieses Vortrags die Möglichkeit, den Vortrag auch nochmal auf den Klimaschutzseiten des Kreises Großfeld und auf dem YouTube-Kanal des Kreises nochmal anzuschauen. Und dann denke ich, dass wir so innerhalb einer oder anderthalb Stunden maximal, je nachdem, wie viele Fragen Sie haben, dann durch wären. Und dann würde ich an dieser Stelle auch schon abgeben an unsere beiden Referenten. Ja, dann würde ich einfach mal übernehmen. Auch schönen guten Abend von meiner Seite. Ich bin bei der Energieagentur, kümmere mich da um das Thema Photovoltaik, was aber, glaube ich, gerade auch in Verbindung mit dem Thema Elektromobilität, glaube ich, eine sehr spannende Verbindung ist. Da würde ich ganz gerne ein bisschen zu erzählen. Es kommt es jetzt. So, jetzt haben wir auch den Präsentationsmodus. Was möchte ich gerne erzählen? Ich würde gerne einen Überblick geben, mal vielleicht von einer etwas anderen Seite anzufangen, über die Möglichkeiten der Photovoltaik zu sprechen, kurz um eine Kosten- und Kalkulationsthematik mal durchzugehen, um dann auch noch zumindest von meiner Seite die Förderungsmöglichkeiten für die Photovoltaik zu nennen. Der Herr Butschun wird dann noch mal genauer von der Elektromobilitätsseite dann drauf gucken. Ja, gucken wir uns mal an, wieso machen wir das eigentlich?
Und ich sage mal, wenn man sich hier die, das ist der Temperaturverlauf, das sind die sogenannten Warming Stripes oder der Barcode der Energiewende. Hier sieht man sehr schön, wie so der CO2-Anstieg verläuft. Das heißt, aus meiner Sicht ist da relativ gut eine Korrelation zu sehen. Und hier geht es jetzt zwar nur bis 2018, aber heute Morgen wurde gerade gemeldet, dass der September wahrscheinlich auch der wärmste Monat seit hier Temperaturaufzeichnung ist. Also ich denke, da ist was im Gange, da ist was unterwegs. Das heißt, auch aus dem Grunde müssten wir, denke ich mal, langsam in Bewegung kommen. Gucken wir mal, ich habe hier mir ein paar Bilder vom Professor Quaschning ausgeliehen, weiß er aber auch, worüber reden wir einfach? Wir haben jetzt hier ungefähr 600 Terawattstunden Stromverbrauch in der Bundesrepublik. Die Bundesregierung geht erstaunlicherweise davon aus, dass man sogar weniger Strom verbrauchen wird, was aber, glaube ich, nicht den Tatsachen entspricht. Denn wir haben die Elektromobilität, wir haben die Raumwärme, wir haben auch die Prozesswärme. Das heißt also, wenn man demnächst auch auf Wasserstoff umgeht, um Wärme zu erzeugen. Und wir haben natürlich sicherlich auch einige Verluste. Das heißt aber, man kann davon ausgehen, dass wir 2040 mindestens eine Verdoppelung des Strombedarfes haben. So, wie wollen wir den darstellen? Das ist so, was wir bisher hatten. Jetzt will man tatsächlich auch bei der Photovoltaik auf 5 Gigawatt pro Jahr zu. Wir müssen aber nach dem Professor Quaschning eigentlich auf 15 Gigawatt oder was so die Forderung der Branche ist, eigentlich auf 10 Gigawatt pro Jahr an Zubau hochkommen, um dieses Ziel 2040 letztendlich zu erreichen, bewerkstelligen zu können. Wo sind wir bei der PV? Wir haben gerade in den Jahren 10, 11, 12 ziemlich starken Zubau gehabt. Deswegen ist die Politik auch stark eingeschritten, hat den Zubau stark reduziert. Wir kommen jetzt langsam wieder hoch. Das ist jetzt die Halbjahreszahl nur. Also das heißt, wir gehen dieses Jahr von gut 4,5 Gigawatt aus. Das heißt, hier zeigt sich die Stufe an und damit sind wir schon fast bei den 5 Gigawatt, die wir eigentlich erzielen wollen. Denn in 2030 wollen wir 100 Gigawatt etwa zugebaut haben. Das heißt, jedes Jahr jetzt 5 Gigawatt Zubau. In Nordrhein-Westfalen sieht es ähnlich aus. Hier hat die Landesregierung gesagt, wir wollen von den 5,7 auf 11 Gigawatt auch hoch. Wenn man mal so ein bisschen in die Welt guckt, Mr. Trump hat ja eigentlich auch versucht, ja noch die Kohle auch hochzuhalten. Das Interessante ist aber, seine Kumpels, sage ich mal, gehen alle reihenweise im Konkurs, weil auch die Kohle in USA sich schon nicht mehr wirklich lohnt. Selbst BlackRock zum Beispiel sagt, wir müssen mehr Klimaschutz machen und die BlackRock sind einer der größten Investoren weltweit, gehen jetzt schon mehr und mehr aus solchen Kohleprojekten raus. Letztes Jahr hat Bayer angekündigt, bis 2030 klimaneutral sein zu wollen. Oder es gibt so eine Renewable Energy 100-Gruppe international, wo inzwischen wie hier IKEA, BMW, 3M drin sind, die bis, glaube 2030 oder 2040 auch CO2-neutral sein wollen oder 100, auf 100% Erneuerbare setzen wollen. Da kommt also richtig was in Bewegung. Schauen wir uns mal die Photovoltaik auch an, wo wir herkommen oder wo das hingegangen ist. Das ist schon sehr spannend, weil in den 90er Jahren hat ein Kilowatt Peak 14.000 Euro gekostet. Sprich, oder die Anlagen, die jetzt aus dem EEG gehen, da haben die Leute teilweise 30.000 oder 60.000 Mark oder 30.000 Euro ausgegeben, wo wir heute bei einer 5-KW-Anlage bei 8.000 Euro liegen. Das ist schon gigantisch, was aus meiner Sicht die PV da hingelegt hat. Das heißt, wir sind jetzt auch in wirklich Bereichen, kommen wir nachher in der Kalkulation auch nochmal dazu, wo es wirklich interessant wird, so eine Anlage zu bauen. Das vielleicht als Übersicht. Das sind die Vergütungsklassen, die wir zurzeit haben, die sich zurzeit um 1,4% pro Monat absenkt. Aber das heißt, wir sind jetzt im Oktober zum Beispiel bei 9,04 Cent Vergütung. Das ist jetzt in der Thematik mit Marktprämie. Das hat zu tun, man will die Photovoltaik da in den Markt bringen. Man muss sich dann da mit einem Direktvermarkter zusammensetzen, wenn die Anlage größer 100 Kilowatt Peak ist. Ist man da drunter, sind wir dann jetzt hier schon ab dem 1.10. bei 8,6 Cent Vergütung.
Aber das Spannende ist nicht unbedingt die Vergütung, sondern im Endeffekt auch der Eigenverbrauch. Aber kommen wir nachher auch nochmal dazu. Was haben wir an Potenzial bei der Photovoltaik? Ganz wichtig ist auch zu sehen, die Photovoltaik im privaten Bereich ohne Speicher können Sie etwa 30% Daumenregel direkt selber verbrauchen, weil eben das Produktionsprofil und das Lastprofil nur zu 30% übereinstimmt. Im gewerblichen Bereich sieht das schon anders aus. Da komme ich auch auf 85%. Oder letztens haben wir mit dem Minister auch eine Anlage angeschlossen. Die sind sogar bei 100% Komplettverbrauch. Was im privaten Bereich auch nochmal spannend ist, ist die Wärmepumpe. Da haben wir eine Diplomarbeit oder Masterarbeit, heißt das heute, laufen lassen. Da konnte man sehr schön zeigen, dass wir den Eigenbedarf von 30 auf 60% hochheben konnten. Und gerade in Neubauten, wo sowieso nur noch relativ wenig Wärmebedarf da ist, macht diese Kombination auch ausgesprochen viel Sinn. Dann haben wir, was weiß ich, sicherlich mehr für so Hotelbereiche oder wo ich halt viele Betriebsstunden habe, macht das Blockheizkraftwerk auch sehr viel Sinn, das auch in Kombination, weil im Winter produziert das BHKW Wärme und Strom und im Sommer, wo ich eigentlich nicht mehr so viel Wärme brauche, produziert die Photovoltaik den Strom. Dann haben wir die Solarthermie, die auch sicherlich ihre Berechtigung hat, da auch gute Werte hat. Dann haben wir den Speicher, der auch von der Kostenseite her massiv nach unten gegangen ist. In den letzten 3, 4 Jahren haben auch die Speicher ihre Kosten halbiert. Das heißt, wir sind jetzt schon so um die 15 Cent pro Kilowattstunden. Eigenkosten sind darstellbar. Und letztendlich auch unser Thema heute, die Elektromobilität. Ganz spannend, der BSW, Bundesverband Solarwirtschaft, hat mal eine Umfrage gemacht und da war auch interessant, dass die Leute, die Elektromobilität fahren wollen, auch eigentlich zu 90% das selber mit eigenem oder mit Solarstrom produzieren wollen. Da wird es nämlich jetzt auch interessant, weil wenn wir uns mal angucken, wie sind denn die Verbräuche? Also ein Diesel mit 5,4 Litern ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Im Gegensatz dazu braucht der E-Golf aber 15 Kilowattstunden. Dadurch, dass in jedem Liter 10 Kilowattstunden gespeichert sind, ist das doch schon ein prägnanter Unterschied. Oder wenn man das mal andersrum aufzeichnet, wenn der E-Golf 15 Kilowattstunden verbraucht hat, ist der 100 Kilometer gefahren. Mit der gleichen Energie ist der Diesel gerade mal 30 Kilometer gefahren. Und deswegen ist für mich auch, und ich erlaube mir das auch zu sagen, da ich mal Verbrennungsmotoren studiert habe, ist hier schon ein Stück weit, zumindest für Europa, sage ich mal, das Ende des Verbrenners eingeläutet. Da kommen jetzt auch immer mehr die Aussagen, bis 35 keinen neuen Verbrenner mehr zuzulassen. Da kommt aber jetzt natürlich die Argumentation, ja, aber wenn ich das doch mit Kohlestrom betreibe, dann bin ich doch viel schlechter als ein Verbrenner. Das Interessante ist, dann wird immer diese Bilanzgrenze gezogen zwischen dem Verbrenner und dem Elektroauto mit Leitungsverlusten etc. pp. Und Kohlestrom. Aber wenn man das mal gegenüberhält, ist schon in diesem Vergleich, ist in der CO2-Produktion Gleichstand erzielt. Jetzt muss ich aber den Sprit natürlich auch noch zur Tankstelle bringen. Ich muss ihn produzieren und schon bin ich bei 20% mehr CO2 durch den Verbrenner. Wenn ich aber dann tatsächlich mal den deutschen Strommix nehme, wir haben zurzeit 50% Erneuerbaren bereits schon im Netz, dann sind wir schon bei 48%. Wenn ich mir jetzt einen Ökostromanbieter nehme, bin ich schon bei 72. Und das, was wir jetzt heute auch nochmal angehen, wenn ich das mit meiner eigenen PV-Anlage betreibe, dann habe ich 92% weniger CO2-Produktion. Also ich glaube, auch das sind ganz massive Zahlen, die eindeutig sind. So, jetzt kommt der letzte Punkt. Ja, aber wenn ich den Speicher doch im Kongo und so weiter abbaue, deswegen haben wir hier mal eine komplett Lifecycle Balance gemacht, über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeuges. Und wenn ich jetzt aber auch hier den Strom mit der PV-Anlage betreibe, dann hat der Verbrenner noch 20.000 bis 30.000 Kilometer Vorsprung. Also ich fahre mein Auto nicht nur 20.000, 30.000 Kilometer und habe nach 150.000 Kilometern 19 Tonnen weniger CO2 produziert. Also auch hier ist in der Gesamt-Life-Cycle-Balance die Kombination PV und Speicher, PV und Elektromobilität einfach um Welten weiter. Kommen wir nochmal zur Photovoltaik selber. Die Module haben Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren.
Es gibt inzwischen auch Produktgarantien von 10 bis 30 Jahren und auch Leistungsgarantien, Produkt- und Leistungsgarantien. Erfahrungsgemäß nimmt die Leistung des Moduls um 0,3% ab. Hier ist zum Beispiel auch klar zu sehen, dass die ersten Siemens-Module, die jetzt über 35 Jahre alt sind, die haben tatsächlich nur diese 0,3% abgenommen. Sprich, die haben immer noch knapp 90% Wirkungsgrad zum Produktionsjahr. Was haben wir an Flächenbedarf? Das sind so 6 bis 7 Meter auf dem Dach. Bei den Angeboten genau immer zu gucken, dass das auch wirklich Spezial-UV-PV-Kabel ist. Bei den Wechselrichtern kann man sagen, man sollte auf jeden Fall in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Rückstellungen bilden, weil es ist sicherlich sinnvoll, mal davon auszugehen, dass doch der eine oder andere Wechselrichter mal in der Zeit ausfällt. Ganz wichtig, wir brauchen keine Baugenehmigung auf den Dächern. Je nachdem, auf Privathäusern vielleicht nicht so viel, aber auf Flachdächern sollte die Statik geprüft werden. Gut, es gibt diese Flächenkulisse für die Freifläche. Da will ich mich jetzt, glaube ich, gar nicht so lange dran aufhalten. Wir haben ab 100 Kilowatt, wie schon gesagt, die Direktvermarktung. Ab 750 soll man in die nationale Ausschreibung rein, darf dann den Strom nicht mehr selber verbrauchen. Der Denkmalschutz ist nicht ganz einfach. Und was man momentan leider beachten muss, ist, dass ab 10 kW muss ich 40% der jeweils gültigen EEG-Umlage auf selbstgenutzten Strom zahlen. Hier ist aber auch ein Ende absehbar, weil Brüssel bereits beschlossen hat, dass alle Umlagen für Anlagen kleiner 30 kW Umlagen freigestellt werden sollen. So, was habe ich für Möglichkeiten? Volleinspeisung, wie man gesehen hat, macht jetzt vielleicht nicht mehr so viel Sinn, aber das hier ist, denke ich mal, gerade für den Privatbereich das sinnvolle: Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung. Man kann, manches Stadtwerk bietet das auch an, pachten, dass man die Anlage pachtet, weil dann kann ich wiederum das Ding selber betreiben. Das ist wichtig, weil das ist die sogenannte Personenidentität. Das heißt, sie müssen nicht Eigentümer sein, aber sie müssen Betreiber sein. Das heißt dann, wenn sie Betreiber der Anlage sind, müssen sie dann nur 40% der jeweils gültigen EEG-Umlage zahlen. Sonst, wenn ihnen jemand den Strom verkauft, müssen sie 100% zahlen. So, das ist dieser Punkt Lieferung an Dritte und das Mieterstrommodell, obwohl das Mieterstrommodell zurzeit aus meiner Sicht leider noch nicht so einfach darstellbar ist. Gut, man kann ein paar Carports auch noch überdachen, das ist sicherlich auch nochmal eine sinnvolle Konstellation. Gucken wir uns mal eine Kalkulation an. Ich habe jetzt mal einen Standardhaushalt einfach genommen mit 4.500 Kilowattstunden. In Nordrhein-Westfalen haben wir nach dem Landhof 900 Kilowattstunden Einstrahlung pro Kilowatt Peak und Jahr. Das heißt, wenn ich hundertprozentig mal bilanztechnisch im Jahr erneuerbare Energien haben will, muss ich eine 5 kW Anlage bauen. Das sind jetzt bei 1.400 Euro netto, allerdings sind das 7.000 Euro. Ich habe mal, auf der Bank kriegen Sie kein wirkliches Geld. Sie haben inzwischen Garantien von 30 Jahren. Deswegen habe ich mir hier erlaubt, mal nicht nur 20 Jahre EEG, sondern 25 Jahre gesamt zu rechnen. In der Zeit produziert die Anlage 112.000 Kilowattstunden. Das heißt, Sie haben Gestehungskosten von 6,2 Cent. Wenn man jetzt noch, wie eben gesagt, Monitoring, Wartung und so weiter dazu tut, von mir ist nochmal 2,5 Cent, sind Sie auf jeden Fall weit unter 25 Cent netto, die Sie Bezugskosten haben. Und von daher, aus meiner Sicht, gibt es keinen Grund mehr, keine PV-Anlage zu bauen. Und dann haben Sie sogar noch die Absicherung, dass Sie 9 Cent EEG-Umlage bekommen oder jetzt 8,6 Cent. Gucken wir uns da den Speicher auch nochmal an. Wie gesagt, da sind die Kosten auch schon weit runtergekommen. Aber die Schwierigkeit ist natürlich, dass Sie keine weitere Produktion haben, sondern eher höhere Investments produzieren. Wir gehen mal von 275 Zyklen im Jahr aus. Bei 15 Jahren Haltungsdauer des Speichers, weil da kommt der Speicher in eine sogenannte kalendarische Alterung, gehen wir mal von 4.125 Zyklen aus, die das System aushalten muss. Und dann sind wir bei 600 Euro pro Kilowattstunde Preis bei 14,5 und bei 800 bei 19,4 Cent. Da wird es dann schon ein bisschen knapp, dass es sich rechnet. Aber wir haben ja auch noch eine Förderung, das heißt, es gibt, da komme ich gleich aber nochmal drauf, 200 Euro pro Kilowattstunde
an Förderung zu dem Thema. Das können wir nämlich hier in dem Fördernavi uns angucken, das, was von den Kollegen aktualisiert wird. Da sind sie in relativ schnell, in 3 Klicks sind sie direkt da, wo sie hinwollen. Ob es ein privater Kredit ist, ob es für Solarthermie ist, ob es für Wärmepumpe ist, und können dann direkt, kriegen dann direkt aufgelistet, welche Konstellationen oder welche Förderprogramme es im Bund oder im Land gibt. Was wir nicht haben, ist die jeweiligen kommunalen Förderprogramme. Das würde unsere Kapazitäten etwas überfordern. Da macht es aber auch Sinn, jeweils in Ihrer Kommune mal zu gucken, was es da gibt. Genau, weil für die Photovoltaik selber gibt es eine Einspeisevergütung. Und ich glaube auch, wenn man die Kosten sieht, die da an Gestehungskosten sind, brauchen wir auch nichts weiteres mehr. Sie können allerdings sich zum Beispiel auch vergünstigten KfW-Kredit organisieren. Oder Sie müssen mal gucken, manche Städte sind da ganz pfiffig, die dann nochmal 1.000 Euro oder 500 Euro für so eine Photovoltaikanlage auch nochmal als Zuschuss geben. Und wir haben den Speicher mit 200 Euro pro Kilowattstunden über Progress, was dann gefördert wird und auch online beantragt werden kann. Da ganz wichtig bei Progress, bitte erst abwarten, dass Sie eine Zuteilung bekommen, weil sonst verwirken Sie das Anrecht auf eine Förderung. Ja, dann wäre ich zunächst erstmal soweit durch und würde an den Herrn Butschun übergeben. Da muss ich, glaube ich, hier erstmal stoppen. Genau. Genau, vielen Dank. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle gut. Wir hatten eben schon mal die Technik erprobt und da ist bei herausgekommen, dass ich doch etwas lauter bin als der Herr von Bouquin. Dementsprechend müssen Sie eventuell noch mal den Ton etwas leiser stellen. So. Und ich hoffe, Sie können jetzt alle die Präsentation sehen. Sehr gut. Ja, auch einen schönen guten Abend von mir. Mein Name ist Frederik Butschun. Ich bin seit 2,5 Jahren bei der Energieagentur NRW angestellt als Experte im Bereich Elektromobilität. Und hier bin ich unter anderem hauptverantwortlich für das Förderprogramm Emissionsarme Mobilität, was ich Ihnen auch gleich vorstellen möchte. Und darüber hinaus auch, ich sage mal, der Hauptansprechpartner für die Ladeinfrastruktur, auf die ich auch gleich eingehen werde. Der Hintergrund meines Vortrags ist, der Herr von Bouquin, der hat Ihnen ja technisch schon einiges vorgestellt, ist auch tief in die Thematik reingegangen. Und ich möchte Ihnen einen Mehrwert bieten, indem ich Ihnen zeige, wenn Sie interessiert sind an Ladeinfrastruktur, an Elektromobilität, wie können Sie da profitieren, welche Förderung gibt es, wie nutzen Sie die? Das heißt also, das wird auch ein Schwerpunkt meines Vortrags. Nichtsdestotrotz werde ich da auch nochmal auf die technischen Komponenten eingehen und Ihnen auch einen kleinen Marktüberblick verschaffen. Sie sehen schon das Logo Elektromobilität NRW, aber ich bin ja bei der Energieagentur NRW angestellt. Was verbirgt sich dahinter? Elektromobilität NRW, das ist eine Dachmarke, unter der befindet sich das Kompetenzzentrum Elektromobilität in NRW. Das sind die Kollegen in Jülich. Und wir, die Energieagentur NRW, befindet sich ebenfalls darunter. Das Schöne an diesem Konstrukt ist, das ist vom Wirtschaftsministerium NRW gefördert. Das heißt, alles, was wir Ihnen hier zur Verfügung stellen, das ist kostenlos. Aus diesem Grund möchte ich Sie auch nochmal auf unsere Internetseite hinweisen. Die ist elektromobilität.nrw. Hier finden Sie aktuelle Informationen zu Ladeinfrastruktur, zu der Hardware, welche Hersteller gibt es, zu Elektrofahrzeugen, zu Förderprogrammen. Also auch hier können Sie sich für unsere Newsletter anmelden, damit Sie da immer auf dem Laufenden bleiben. Also definitiv eine sehr lesenswerte Lektüre. Aber so viel erstmal zur Eigenwerbung. Kommen wir direkt zum aktuellen Stand der halböffentlichen Ladeinfrastruktur und der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland. Hier sehen Sie einmal die Ladepunkte je Bundesland aufgelistet. Das heißt, wie viele Ladepunkte in dem jeweiligen Bundesland existieren. Und NRW hat hier die Nase relativ weit vorn. Wir sind hier auf Platz 3 mit 8.322 Ladepunkten. Vor uns ist nur noch Bayern und Baden-Württemberg. Diese Grafik ist natürlich für die Personen interessant, die zu Hause nicht laden können. Die müssen dann halt auf die öffentliche Ladeinfrastruktur zurückgreifen. Und diese Zahlen, die sind auch wirklich belastbar.
Der Hintergrund ist, jede öffentliche Ladesäule, Ladestation, die muss gemeldet werden. Und bei den privaten Ladeeinrichtungen, das heißt, wenn Sie jetzt ein Kabel benutzen, das kann nicht nachverfolgt werden. Also das wäre so, als wenn wir nachverfolgen, wer sein Handy lädt. Oder wenn Sie auch eine Wallbox errichten, das kann im gewissen Maße noch nachverfolgt werden, weil die teilweise auch gemeldet werden. Aber die Daten für die private Ladeinfrastruktur, die wären definitiv nicht belastbar. Und bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur, da haben Sie auch mehrere Möglichkeiten zu bezahlen. Zum einen über eine App von den Verbundpartnern. Also da gibt es verschiedene Verbünde, die haben dann entweder diese Ladekarten oder halt die App, wo Sie dann den QR-Code ganz normal einscannen. Und bei den Ladekarten, da gibt es ja auch, sage ich mal, den Mythos, wenn Sie von Nord- nach Süddeutschland fahren, dass Sie dann halt da von 8 oder 10 verschiedenen Verbünden die Ladekarten benötigen, quasi von jeder Stadt, wo Sie laden möchten. Das ist aktuell auch nicht mehr der Fall. Also ein Kollege von mir, der ist letztens von zumindest Ost- nach Süddeutschland gefahren und der brauchte 2 Ladekarten insgesamt. Eine weitere Möglichkeit ist, direkt mit dem Smartphone zu bezahlen. Da gibt es ja mittlerweile, dass man sein Wallet da hinterlegen kann. Das heißt über Apple Pay etc. Das sind ja die Bezahlungsdienste, die sich während Corona etabliert haben. Und eine andere Möglichkeit, das ist aber noch gar nicht so verbreitet, ist die Zahlung direkt per Kreditkarte oder per Bankkarte. Das wäre dann natürlich auch für die Zukunft das einfachste System, weil Sie sich hier nirgendwo registrieren müssen. Wenn Sie gucken möchten, wo sind die Lademöglichkeiten, wenn Sie zu Hause laden möchten oder auch einen Bekannten besuchen, da haben wir Ihnen hier mehrere Internetseiten aufgelistet, die Sie besuchen können, um dann auch die Ladestation zu finden. Hier sehen wir einmal die Technologie. Rechts, das ist eher der Bereich der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Also öffentlich, das sehen Sie auch meistens in Städten, haben wir diese Ladesäulen. Die sind in der Regel mit 22 kW ausgestattet. Und insbesondere an Autobahnraststätten, da haben wir dann wirklich die Schnellladestation. Hier reden wir mittlerweile zwischen 50 bis 150 kW Ladeleistung, aber hier sind auch 350 kW möglich. Und das ist auch notwendig, also wenn Sie da laden und Sie möchten wirklich nur eine kurze Pause einlegen, dass Sie da in 10 bis 15 Minuten mit durch sind. Dieser Abend, der richtet sich aber insbesondere an die Privatpersonen. Und da sind dann halt die Ladetechnologien hier auf der linken Seite relevant. Also wir haben hier einmal das ganz normale Ladekabel mit dem Schuko-Stecker. Also das stecken Sie dann auch in die handelsübliche Haushaltssteckdose. Dieses Kabel kann natürlich genutzt werden, ist die einfachste und günstigste Alternative. Also hier liegen Sie zwischen 100 und 300 Euro für das Kabel. Aber hier müssen Sie einige Sachen beachten. Wenn Sie halt ein Verlängerungskabel nutzen mit einem geringen Querschnitt oder eine Kabeltrommel und die nicht ausrollen, dann entsteht Wärme, gegebenenfalls auch sehr viel Hitze. Das heißt also, hier sind auch potenzielle Gefahren möglich. Und aus diesem Grund sollten Sie dann, wenn Sie wirklich ein Fahrzeug regelmäßig laden, auf die Wallbox zurückgreifen. Bei der Wallbox, da haben Sie dann auch verschiedene Vorteile. Zum einen sind manche Wallboxen mit einer Kommunikationseinheit ausgestattet. Das heißt, die Photovoltaikanlagen, die der Herr von Bocquart eben erklärt hat, die können dann mit der Wallbox interagieren. Das heißt, Sie können dann den PV-Strom auch nutzen. Sie können mit Ihrem Handy die ganze Ladelast steuern. Das heißt, das Ganze wird dann auch smart in Ihr Haus integriert. Wenn Sie eine Ladestation benötigen, dann benötigen Sie natürlich oder dann haben Sie im besten Fall auch schon ein Elektrofahrzeug. Und hier habe ich Ihnen einmal die Historie der monatlichen Fahrzeuganmeldung mitgebracht, nur Elektrofahrzeuge. Und interessant ist zu sehen, also grün gekennzeichnet ist das Jahr 2018, wie viele Fahrzeuge in dem jeweiligen Monat angemeldet wurden. 2019 ist rot dargestellt und 2020 ist blau dargestellt. Und man sieht, im Folgejahr wurden immer mehr Fahrzeuge angemeldet. Wir haben hier einen Ausreißer, das ist der April, das ist aufgrund von Corona geschuldet. Und insgesamt sieht man schon diese steigende Kurve. Das heißt also, wir reden hier wirklich von einem exponentiellen Wachstum. Und mittlerweile sind 353.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland gemeldet. Diese unterteilen sich zu ungefähr gleichen Teilen auf batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Fahrzeuge. Aber das Ganze, das müssen wir natürlich auch mal in Relation bringen. Insgesamt sind 47 Millionen Fahrzeuge in Deutschland gemeldet
Das heißt, elektrisch fahren davon gerade einmal 0,74%. Warum zeige ich Ihnen das? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Verächter der Elektromobilität, ich bin definitiv ein Verfechter der Elektromobilität, aber vor uns liegt halt noch ein relativ weiter Weg und wie können wir diesen Weg am besten bestreiten, also wie können wir Anreize schaffen? Natürlich unter anderem durch Förderprogramme. Das heißt, wir greifen den Personen unter die Arme und gucken, dass dann auch einfach dieses Geldthema nicht mehr das Hauptthema ist. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen heute das Landesförderprogramm Emissionsarme Mobilität vorstellen. Dieses Programm, das richtet sich an drei Personengruppen. Das sind einmal natürliche Personen, das heißt, das bin ich als Privatperson. Dann haben wir die juristischen Personen, das ist jetzt zum Beispiel die Energieagentur NRW. Oder an Kommunen und kommunale Unternehmen, das sind dann zum Beispiel die Städte. Hier gehe ich aber heute nur auf Unternehmen ein, also juristische und natürliche Personen. Und auch der Hauptaugenmerk liegt auf der Ladeinfrastruktur. Denn insgesamt gibt es hier drei Fördergegenstände. Das ist die Ladeinfrastruktur, unterteilt in öffentlich und halböffentlich, beziehungsweise privat. Und zusätzlich noch mit dem Bonus der Photovoltaik und der Batteriespeicher. Der zweite Punkt, der Elektrofahrzeugförderung, da gehe ich nur auf den Umweltbonus ein. Und der letzte Punkt der Umsetzungsberatung, den möchte ich kurz vorweg erklären. Die Umsetzungsberatung, die ist insbesondere für Unternehmen, zum Beispiel Pflegedienste, die ihren Fuhrpark von Verbrennungsfahrzeugen hin zu Elektrofahrzeugen umstrukturieren möchten. Dabei gibt es dann verschiedene Hindernisse. Es gibt einmal den Förderdschungel. Dann ist die Frage, welche elektrischen Alternativen gibt es, welche Ladeinfrastruktur gibt es. Und im besten Fall haben Sie intern eine Person, die den Fuhrpark managt, die sich dann mit diesen Themen auch auseinandersetzen kann. Wenn dies nicht der Fall ist und Sie sich nicht in die ganzen Themen reinfuchsen möchten, dann können Sie einen externen Dienstleister hinzuziehen und der macht dann halt für Sie diese Umsetzungsberatung und die wird auch im Rahmen der emissionsarmen Mobilität gefördert. Bei der Ladeinfrastruktur, da gehe ich zunächst auf die nicht öffentliche Ladeinfrastruktur ein, das heißt die private Ladeinfrastruktur, die Sie zu Hause errichten. Bei Unternehmen ist das so, Unternehmen erhalten 60% von dem Fördergegenstand, also das heißt 60%, maximal 2.000 Euro von allen zuwendungsfähigen Ausgaben. Was sind zuwendungsfähige Ausgaben? Das ist einmal die Hardware für die Ladesäule an sich. Das sind Netzanschlusskosten, Hausertüchtigungsmaßnahmen. Wenn Sie eine Ladesäule öffentlich errichten, dann das Piktogramm auf dem Parkplatz, das ist da auch mit drin, der Anfahrschutz etc. Das heißt, alle Kosten, die anfallen, die werden auch hiermit gefördert. Bei Wallboxen, wie gesagt, erhalten Sie maximal 2.000 Euro. Bei Ladesäulen erhalten Sie 4.000 Euro. Und hier ist es ganz wichtig zu sagen, pro Ladepunkt. Denn eine Ladesäule, die hat meistens zwei Ladepunkte. Das heißt, Sie erhalten hier maximal 8.000 Euro. Und jetzt hatte mich halt auch mal interessiert, gut, wir haben hier Wallboxen, wir haben hier Ladesäulen. Was ist eigentlich die Definition einer Wallbox? Was ist die Definition einer Ladesäule? Dann habe ich mal recherchiert und das Ergebnis fand ich ganz interessant. Es gibt keine Definition. Das heißt, einzig und allein, so wie der Hersteller seine Hardware tituliert, so wird sie dann auch in diesem Programm gefördert. Bei Privatpersonen sieht es wie folgt aus. Sie erhalten 60%, maximal 2.000 Euro pro Ladepunkt. Das heißt, hier unterscheiden wir gar nicht mehr in Wallbox oder Ladesäule, da Privatpersonen in der Regel Wallboxen bei sich zu Hause errichten. Wichtig ist hier noch zu sagen, das Ganze Förderprogramm, also diese erhöhten Fördersätze, das heißt die 60%, die gelten nur bis zum 30.11.2020. Danach werden die wieder reduziert auf 50%, maximal 1.000 Euro. Und das ganze Förderprogramm, das läuft noch bis Ende diesen Jahres. Das heißt also, wenn Sie sich die Ladeinfrastruktur fördern lassen möchten, dann sollten Sie sich auf jeden Fall beeilen. Wie es danach weitergeht, kann ich Ihnen nicht sagen. Eventuell gibt es aber auch ein neues Förderprogramm oder dieses wird fortgeführt. Diesen maximalen Betrag, den Sie sich fördern lassen können, den können Sie nochmal erhöhen um 1.500 Euro. Und zwar, wenn Sie eine steuerbare Ladesäule, also ein steuerbares Ladesystem installieren. Das ist das, was ich eben schon mal erklärt habe. Das heißt einfach, dass das mit einer Kommunikationseinheit ausgestattet ist und dass es im besten Fall sogar bidirektional laden kann. Bidirektional bedeutet, dass wir Strom von der PV-Anlage in das Auto einspeisen können.
Und wenn zum Beispiel in der Nacht zu wenig Strom für den Haushalt zur Verfügung steht, dann können wir auch wieder den Strom aus dem Auto für den Haushalt entnehmen. Der nächste Punkt ist die öffentliche Ladeinfrastruktur. Hier werden alle Personengruppen gleich behandelt. Das heißt 60%, maximal 6.000 Euro. Hier halt die 6.000 Euro, weil bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur, da reden wir eigentlich nur von Ladesäulen. Die Voraussetzung für die öffentliche Ladeinfrastruktur ist, dass sie mindestens 12 Stunden an 5 Tagen pro Woche zugänglich ist und natürlich dann auch für jedermann zugänglich ist. Die zuwendungsfähigen Ausgaben für die Ladeinfrastruktur, die hatte ich Ihnen ja eben schon mal aufgelistet. Die Präsentation, die werden ja auch im Nachgang nochmal verteilt. Das heißt, das können Sie sich dann auch nochmal in Ruhe durchlesen. Der Bonus, das ist auch relativ neu in diesem Förderprogramm, ist halt, dass Photovoltaik und Speicher zusätzlich gefördert werden. Und hier ist es so, Sie erhalten 500 Euro nochmal obendrauf pro Ladepunkt extra. Das ist dann auch egal, ob Wallbox oder Ladesäule. Wenn Sie eine PV-Anlage neu errichten, die Voraussetzung ist, dass mindestens 2 Kilowatt Peak pro Ladepunkt zur Verfügung stehen. Und hier hatte ich neulich eine sehr interessante Anfrage. Das war ein Vermieter, also ein Eigentümer von einem 16-Parteien-Haus. Und der hatte auch 16 Stellplätze und wollte 16 Wallboxen errichten. Und die Wallboxen, da hat er halt ein relativ kostengünstiges Modell genommen. Da lag er mit Installation und allem drum und dran bei 800 Euro. Von den 800 Euro wurden 60% gefördert. Weil er aber noch eine 30 Kilowatt Peak-Anlage errichtet hat, hat er auch noch die 500 Euro extra bekommen. Das heißt, durch dieses Förderprogramm war die Ladeinfrastruktur für ihn komplett kostenlos. Jetzt auch neu in dem Förderprogramm ist, dass Batteriespeicher mit gefördert werden. Das heißt, wenn Sie tagsüber arbeiten sind, Sie können das Fahrzeug nicht laden, Sie möchten aber den PV-Strom irgendwie nutzen, dann ist das über einen Batteriespeicher möglich. Der wird jetzt auch gefördert mit 200 Euro pro Kilowattstunde. Hier ist das Ganze limitiert auf 30 Kilowattstunden. Das heißt, auch hier sind nochmal bis zu 6.000 Euro Förderung möglich. Die Förderung, die können Sie beziehen, wenn Sie Grünstrom privat beziehen. Das heißt, wenn Sie einen Stromvertrag haben mit dem Strommix, dann ist das leider nicht förderfähig, beziehungsweise was heißt leider? Im Endeffekt möchten wir eine grüne Mobilität vorantreiben. Aus diesem Grund ist auch der Ökostromvertrag Voraussetzung. Die andere Alternative ist natürlich, dass Sie die eigene PV-Anlage haben und dafür dann auch nutzen. Der Umweltbonus, der wird aktuell vom BMVI ausgegeben. Hier erhalten Sie 6.000 Euro für batterieelektrische Fahrzeuge und auch Brennstoffzellenfahrzeuge vom Bund. Das Ganze, das ist gerade ein erhöhter Bonus, der bis 2021, also bis Ende 2021 läuft. Hier erhalten Sie, wie gesagt, die 6.000 Euro vom Bund und zusätzlich vom Hersteller nochmal 3.000 Euro obendrauf. Das heißt, wir sind bei 9.000 Euro. Das sind teilweise Netto- und Bruttopreise. Das heißt, insgesamt reden wir hier fast von 10.000 Euro Förderung. Bei Plug-in-Hybridfahrzeugen, da haben wir eine Förderung von 4.500 Euro. Zusätzlich gibt der Hersteller hier nochmal 2.250 Euro. Also das heißt, aktuell lohnt es sich wirklich dort zuzugreifen. Fahrzeuge, die zwischen 40.000 und 65.000 Euro Listenpreis liegen, die werden dann halt mit reduzierten Fördersätzen gefördert. Und Fahrzeuge, also wer jetzt vorhat, sich den Porsche Taycan zu holen oder den Audi e-tron, der erhält dann leider keine Förderung mehr für diese Fahrzeuge. Zu guter Letzt habe ich Ihnen hier nochmal ein paar Vorteile bzw. weitere Förderungen für Elektrofahrzeuge aufgelistet. Unter anderem sind die 10 Jahre steuerfrei. Das ist nochmal ganz interessant. Und auch wenn Sie über Ihren Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug beziehen, in der Regel werden ja Dienstfahrzeuge mit 1% versteuert. Das heißt, bei einem Bruttolistenpreis von 40.000 Euro würden Sie 400 Euro monatlich zahlen. Wenn Sie aber ein batterieelektrisches Fahrzeug fahren, dann reduziert sich das auf 0,25%. Das heißt, dann sind wir nur noch bei 100 Euro im Monat. Das heißt, das ist einer der vielen Vorteile, die sich darüber hinaus noch ergeben. Der Ladestrom beim Arbeitgeber, der ist steuerfrei. Das heißt, das ist auch kein geldwerter Vorteil. Und aktuell können Sie halt auch an sehr, sehr vielen Ladepunkten noch kostenlos laden. Und zu den Förderungen muss ich Ihnen auch noch sagen, aktuell wird halt viel gefördert, aber der Markt, der reguliert sich irgendwann selbst.
Die Leute, die werden dann auch die Fahrzeuge kaufen, die werden die Ladestationen kaufen. Und das heißt, dann werden die Förderungen auch reduziert bzw. komplett vom Markt genommen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Bukvar und Herr Butschun, für die beiden sehr interessanten Vorträge. Ja, wie Herr Butschun schon gesagt hat, Sie haben noch die Möglichkeit, Fragen, die Ihnen während des Vortrags gekommen sind, gerne in die Fragen- und Antworten-Funktion unten einzutragen, weil aktuell ist das noch nicht der Fall. Das spricht für Sie beide, dass alles sehr anschaulich erklärt wurde. Ja, aktuell gibt es tatsächlich keine Fragen. Ich finde es immer wieder spannend, dass die Zahl der Elektroautos bei 0,7% liegt, wie Sie gesagt haben, Herr Butschun. Und wenn man das dann an der Gesamtanzahl an Fahrzeugen berechnet, die es insgesamt gibt, dann ist das doch immer wieder erstaunlich, dass die Zahl da doch so gering ist. Ja, definitiv. Also gerade bei dem Markthochlauf, also der Wachstum, wenn man sich die Gesamtzahl dann anguckt, also die kumulierten Zahlen, der ist ja wirklich exponentiell. Und das ist natürlich dann auch immer ein schönes Mittel, das einzusetzen, um zu verdeutlichen, wie hoch die Nachfrage ist. Aber halt im Gesamtsystem ist es dann doch aktuell, wir sind auf einem guten Weg, aber da muss auf jeden Fall noch deutlich mehr kommen. Aber das haben Sie auch nochmal gesagt, mit den erhöhten Fördersummen oder allgemein den Förderprogrammen ist der Anreiz natürlich da. Das ist natürlich sehr schön, dass die Fördermöglichkeiten da sind. Ich sehe jetzt gerade auch nochmal eine Frage, die hier gestellt wurde. Die würde ich einmal vorlesen. Und zwar, wie verhält es sich mit der Installation einer PV-Ladesäule? Ist auch die Förderung einer 22 kW-Ladestation möglich? Also die Installation ist definitiv möglich und auch die Förderung ist möglich. Das heißt also aktuell, das war früher in der Förderrichtlinie anders, da wurden nur AC-Ladesäulen gefördert. Mittlerweile wird auch DC gefördert. Bei 22 kW müssen Sie natürlich gucken, wo Sie da sind. Da ist beides möglich. Aber über Progress NRW können Sie das ganz normal fördern lassen mit den 60% und zusätzlich natürlich die PV-Anlage, wobei die PV-Anlage halt neu errichtet werden muss. Also bei der 22 kW-Ladesäule kommt vielleicht der Unterschied dazu, das muss ich beim Netzbetreiber anmelden. Ja, also bis 10 kW kann ich sie, meine ich, so anschließen vom Elektriker, muss ein Elektroinstallateur sein. Die 22 kW muss ich eine Netzanfrage stellen, weil da natürlich der Netzbetreiber gucken muss, ob das alles in seine Netzbelastung noch reinpasst. Genau. Hier ist auch direkt die zweite Frage noch reingekommen. Wie viel kostet die Installation einer Wallbox? Also die Wallbox an sich, da sind die Preise natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, hat die Wallbox eine Steuereinheit, also kann sie kommunizieren oder nicht. Und da sind die Wallboxen wirklich zwischen 400 Euro und 3000 Euro, auch je nachdem, welchen Hersteller Sie da beziehen. Und die Installation, die variiert natürlich genauso stark. Also wenn der Strom vorhanden ist in der Garage, dann wird das Ganze natürlich etwas günstiger. Wenn aber der Stromanschluss noch gezogen werden muss, Hausertüchtigungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, etc., also da ist die Range einfach viel zu groß, dass ich Ihnen da eine Zahl nennen kann. Aber ansonsten, also ich sage mal, wenn die Voraussetzungen ganz gut sind, dann ist das wahrscheinlich auch für 150, 200 Euro möglich, die reine Installation. Und nochmal eine neue Frage, ob ich auf die intelligente Steuermöglichkeit einer PV-Ladebox eingehen kann. Also die intelligente Steuermöglichkeit, das bedeutet im Endeffekt nur, dass die Lade,
Säule bzw. die Wallbox mit einer Kommunikationseinheit ausgestattet ist, dass sie in der Lage ist, halt die Ladeleistung zu reduzieren oder auch komplett auszuschalten. Das heißt, das bidirektionale Laden, das ist nicht unbedingt die Grundvoraussetzung, um die Förderung zu erhalten, sondern diese Steuerkommunikationseinheit. Ist die Frage damit detailliert genug beantwortet? Ansonsten kann ich da auch noch mal gerne weitere Fragen beantworten. Demnach scheint die Frage ausreichend beantwortet zu sein. Ja, wobei man braucht ja auch mal ein bisschen Zeit zum Tippen. Das stimmt auch. Ja, also wenn Sie noch die Möglichkeiten, da kommt jetzt nochmal, weitgehend, okay. Weitgehend. Dann ergibt sich ja die Möglichkeit, dass Sie vielleicht nochmal näher darauf eingehen. Ja, also da stellt sich halt mir die Frage, inwiefern nochmal weiter darauf einzugehen. Also im Endeffekt ist das eine technische Komponente, die in der Ladesäule, also in dem Ladesystem direkt integriert sein muss. Das heißt, einfach damit sie kommunizieren kann, damit sie das steuern kann, da ist die Voraussetzung erstmal notwendig und gar nicht, dass das integriert wird. Das heißt auch in dem Haushalt, sie brauchen dann nicht direkt die PV-Anlage, die damit kommunizieren kann, etc. Das heißt, sie brauchen wirklich nur dieses System, was kommunizieren kann und dann halt auch intelligent und smart eingreifen kann. Aber ansonsten dürfen Sie mich auch gerne anrufen oder mir gerne schreiben, wenn es da noch irgendwelche fachspezifischen Fragen zu gibt. Also es gibt gerade in Verbindung mit der Photovoltaik natürlich jetzt aus meinem Wissen zwei Firmen, die auch so eine Art Hauskraftwerk, sagen wir mal, anbieten. Das heißt, in der Kombination von Photovoltaik, von Elektromobilität, Speicher und vielleicht auch Wärmepumpe oder Holzpellets, da gibt es dann nochmal eine eigene Steuerung, die dann das gesamte System auch geregelt bekommt. Ich sehe gerade, die Frage wurde noch ein bisschen spezifischer, ob diese Steuermöglichkeit bei Standard-Wallbox nachrüstbar ist. Das ist natürlich sehr herstellerabhängig. Da kann ich Ihnen keine genaue Antwort zu geben. Also da müsste man bei dem jeweiligen Hersteller gucken, ob auch das Vorgängermodell danach gerüstet werden kann. Also mir ist so eine Nachrüstung nicht bekannt, nur bezüglich des Eichrechts. Also da können die Ladesäulen nachgerüstet werden. Bezüglich der Steuermöglichkeit ist mir das nicht bekannt. Hier ist jetzt noch eine weitere Frage aufgetreten. Mit welchen Kosten ist für die Installation der Batterieeinheiten zu rechnen? Ich meine, dass die 600 bis 800 Euro gibt es für den Speicher. Das müsste eigentlich auch, also mit den 1.000 Euro sind sie eigentlich maximal 1.200 Euro Gesamtkonstellation. Müsste eigentlich das gesamte Thema erschlagen sein. Okay, dann haben wir jetzt auch nochmal eine Frage hinsichtlich der Förderung. Gibt es auch eine Förderung, wenn man einen Wechselrichter mit Ladeanschluss zum E-Auto aufbaut? Und dann in Klammern neue Technologie. Ja, also der Wechselrichter an sich einzeln ist natürlich nicht förderfähig, sondern dann halt in Kombination mit der Ladestation. Das heißt, Sie können den natürlich als, ich sag mal, Netzertüchtigungsmaßnahmen deklarieren, den mit einreichen bei dem Förderprogramm. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der auch mit gefördert wird. Aber halt nur in Kombination. Ja, soweit sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr hier in der Fragen- und Antworten-Funktion.
Wenn tatsächlich keine Fragen mehr von Ihrer Seite da sind, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei Herrn Butschun und bei Herrn von Buqua. Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Reinhören und wünsche allen einen schönen Abend noch. Ebenso. Danke.